herzlich willkommen im Studio 21. Ich gebe jetzt mein Programm meinem Pater weiter. Danke, Bernie. Ja, wir haben heute wieder ein dichtes Programm. Wir starten mit unserer Sendung, dann stehst du gleich jetzt neben mir, Bernies Kochshow. Heute mit zwei Gerichten, mit einer Suppe und einem leckeren Wurstsalat. Und weil sie wiederum eine Sache verwendet, nämlich Hanf, werden wir auch darüber berichten. Und zwar haben wir dazu wiederum unsere Theresa Schramm, Bierbäuerin aus Groß-Ingersdorf, gebeten, ein bisschen was über dieses wertvolle und gesunde Produkt zu sagen. Im Anschluss daran werden wir deine Suppe vorführen, die Curry-Kürbissuppe. Ja. Okay. Anschließend machen wir ein bisschen eine Pause dazwischen, bevor wir zum nächsten Gericht kommen. Und was gibt es mehr? Wenn wir jetzt schon etwas für den Magen haben, dann brauchen wir auch etwas für die Seele und fürs Gehör. Und was passt besser wie ein schönes Wienerlied? Die Charlotte Ludwig hat eine Eigenkomposition, eine Liebeserklärung auf Wien gemacht, die wir dann auch hören werden. Im Anschluss gibt es den Nudelsalat von dir. Danach möchte ich Ihnen ein bisschen was über Studie 21 und über die kommenden Programme bringen, oder die kommenden Tage, was wir vorhaben. Anschließend, wie immer, unsere Rosalinde Haller mit den Tagesenergien, die Ihnen dann eine kleine Vorschau gibt, was erwartet Sie am Tag darauf. Ja, und wie wir hassen. Hört sich fürchterlich an. Ein Buch von Lydia Haider, und zwar diesmal in den Ausnahmegesprächen, als Abschluss unseres heutigen Programms. Gut, dann kommen wir gleich zu Theresa Schramm, die uns einmal erklärt, was in deiner Suppe alles drinnen ist. Ja. Nur ist uns da ein kleiner Wobar passiert. Wir haben geschrieben, die Theresa sagt dann eine Kurkuma-Suppe, es ist aber eigentlich eine Curry-Suppe. Ja. Also eine Curry-Suppe. Und ja, es ist deshalb passiert, weil wir haben dann im Wurstsalat den Kurkuma drinnen, dazu kommen wir aber später. Das haben wir durcheinander gebracht, die Theresa ist unschuldig, die bringt Ihnen jetzt einmal, warum Hanf so gesund ist. Ich bin die Theresa vom Bio Schramm. Meine Freundin Bernie kocht heute eine leckere Kürbis-Kurkuma-Suppe mit geschälten Hanfnüssen. Ich möchte euch jetzt sagen, warum der geschälte Hanf so gesund ist. Also, geschälter Hanf enthält eine Reihe von Nähr- und Vitalstoffen, nämlich Zink, Magnesium, Eisen und eine Reihe von B-Vitaminen. Was machen diese Vitamine mit unserem Körper? Also, zuerst einmal stärken sie unser Immunsystem und sie verhindern das Entstehen von Krankheiten und außerdem verlangsamt es den Alterungsprozess von unserem Körper. Was will man also mehr? Solltet ihr die Auswahl haben zwischen geschälten Hanf und ganzen Hanfnüssen, würde ich euch raten, den geschälten Hanf zu nehmen. Der ist zwar ca. um 50% teurer, aber es zahlt sich wirklich aus, denn er enthält wirklich viel mehr gesundere Fette und hat einen viel größeren Anteil am Eiweiß. Also nehmt eher den geschälten Hanf. Was kann man noch sagen? Also man sagt eigentlich Hanfnüsse, weil sie auch wie Nüsse aussehen. Und ihr braucht keine Angst haben, dass man davon high wird, denn das THC ist herausgezüchtet aus dieser Pflanze. Ja, nun genießt die Suppe. Viel Spaß! So, jetzt sind, glaube ich, alle Missverständnisse restlos beseitigt. Du hast uns eine wunderbare Suppe gemacht. Der Kürbis war von Teffkuchen ist übergeblieben. Und wir lassen nichts verrotten oder schmeißen nichts weg. Daher machen wir daraus eine Suppe. War eine spannende Sache, war schwer? Nein, es war ganz cool, es hat mir Spaß gemacht. Mhm. Ich liebe es einfach zu kochen. Ja, und es schmeckt auch immer gut, gell? Ja. Okay, dann wollen wir Sie nicht auf die Folter spannen. Jetzt zu einem visuellen, optischen Genuss. Ich habe es schon gekostet, Sie können es nur anschauen oder nachkochen. TV21.at. Heute tue ich eine Kürbis-Curry-Suppe machen. Ja, ihr seht schon, ich habe schon alles hergerichtet. Ja, so.
Kürbis vom Kürbis-Teffkuchen, den tun wir jetzt verarbeiten. Also ich habe schon ein bisschen angefangen zum Schneiden. Ein paar Kartoffeln werde ich auch schneiden, die geben wir dann als Beilage dazu. Jetzt gebe ich mal die Margarine rein und drehe das Herd auf. Ich gebe noch einen Esslöffel rein. Ja. Ups. Das ist jetzt geschmolzen. Also gebe ich jetzt den Kürbis rein. Ich warte noch ein bisschen. Zitrone und Salz werde ich jetzt reingeben. Ja, das ist jetzt ein bisschen mehr farbig. Zitrone ist schon drinnen. Und jetzt gebe ich noch ein bisschen Salz. Jetzt hier steht, damit es nicht verbrennt. Einen kleinen Löffel Zucker werde ich auch noch reingeben. Jetzt werde ich den Curry reingeben. Umrühren. Jetzt lasse ich es ein bisschen kochen, bis die Kartoffeln weich sind. Ein bisschen Zimt, aber dafür viel Chili. Während das Ganze noch köchelt, gehe ich hier ein bisschen zu Papa. Ich denke, ich gebe noch ein bisschen Petersilie rein, weil Petersilie kann man überall reingeben. Würfel rein. Ich wollte gerade sagen, Zuckerwürfel. Ich gebe 2 Löffel Maizena da rein. Maizena ist Maisstärke. Also ja, ich gebe davon die Hälfte vom Wasser rein. Und jetzt umrühren. Ich liebe es zu kochen. Macht Spaß. Ich rühre es jetzt ein bisschen um, es zu verteilen. Jetzt rühre ich den glatt und wenn da keine Bröckel mehr drin sind, gebe ich ein bisschen Wasser rein, also die Hälfte von vorher.
weil wir wollen ja sparsam sein. Jetzt rühre ich wieder um. Den Löffel gebe ich jetzt weg. Und jetzt rühre ich es ganz langsam in die Suppe rein. Den Herd habe ich jetzt abgedreht. Und ja, Suppe sieht gut aus. Hab vorhin gekostet. Perfekt. Und ich hole dem Papa jetzt ein paar Basilikumblätter zum Verzieren. Ich zupfe jetzt die schönsten Blätter runter. Und den gebe ich den jetzt auf die Suppe zum Herrichten. Mein Papa bekommt dazu ein Kürbiskernöl, dazu ein steirisches. Und ja. Und er liebt es halt dazu. Das stelle ich auch noch zum Tisch dazu von unserer Freundin Theresa Schramm, unserer Biobauerin, dazu. Ja. Ja, ich frage jetzt Papa, was er zum Essen hat. Papa, hast du Zeit zum Essen? Ja, immer. Zum Essen habe ich immer Zeit. Warum? Okay. Fantastisch. Ausgezeichnet, gelungen wieder mal. Ja. Ja, und jetzt, wie versprochen, Charlotte Ludig mit einer Eigenkomposition und einer Liebeserklärung an die schönste Stadt der Welt. In Wien, da gibt's fast alles. Einen guten Wein, ein Grammelschmalz, eine gute Luft, was kann es Schöneres geben? Die Donau und der Wiener Wald, im Sommer heiß, im Winter kalt, da bin ich her, da ist mein Platz zum Leben. Wenn ich aufwach in der Früh, schau hinaus in die Natur, hör ein bisschen bald die Vogel zwitschern zu. Ja, da springt mein Herz vor Freude, könnt's mir's glauben, liebe Leute, da bringt mich wirklich, wirklich gar nichts aus der Ruhe. Ich bin aus Wien, das sag ich voller Stolz. Ich kehr daher, als wie ein Baum zum Holz. Da bin ich zu Haus, da möcht ich immer, immer sein. Und ist es aus, fahr ich von da in den Himmel rein. Geh ich zum Heurigen auf die Nacht, die Schrammen spülen für mich ganz sacht. A Wiener Musi, die mir geht ins Gemüt. Am Nachbartisch sind aber Leid, man nickt sie zu, man hat eine Freude, wenn jeder die Gemütlichkeit spürt. Es gibt zum Lachen keinen Grund, a jeder fühlt sich bumperl gesund. Man isst, trinkt ein bisschen und wird gar nicht müd. Ja, wir Wiener sind halt so, wir sind aus ganzem Herzen froh. Und wer will, der singt gleich mit bei diesem Lied. Ich bin aus Wien, das sag ich voller Stolz. Ich kehr daher, als wie ein Baum zum Holz. Da bin ich zu Haus, da möcht ich immer, immer sein. Und ist es aus, fahr ich von da in den Himmel rein. Und ist es aus, fahr ich von da in den Himmel rein. Ja, und von der Liebeserklärung auf Wien kommen wir jetzt zum Nudelsalat. Herzlich gut, danke. Ja. Der Nudelsalat hat eine Geschichte. Das heißt nicht der Nudelsalat, sondern was da drinnen ist. Das ist ja was ganz Besonderes. Ne? Ja, sondern die Eier vom Osterkorb, die haben wir benutzt, damit sie nicht verrotten oder stinken zum Anfang oder so. Das wollen wir nicht, gell? Nein. Wobei wir wissen ja schon, wo wir es einsetzen könnten, wenn es zum Stinken anfängt. Ja, jetzt wollen wir noch ganz gerne wissen, mir hat das so gut gefallen, du hast die Eier genommen, hast das so gut gehen lassen, so sie dann leichter schälen.
Ja. Hat wirklich funktioniert. Viel leichter, ja. Ja, hat funktioniert, gell? Mhm. Ja, okay, dann kommen wir zu Bernis Wurstsalat mit Kurkuma. Noch zum Kurkuma dazu zu sagen, ist Kurkuma ist? Gesund. Und was verhindert es oder was versucht es zu verhindern? Krebs, genau. Und wir müssen es immer, sollte immer in Kombination mit was sein? Pfeffer. Genau, immer in Kombination mit Pfeffer. Kurkuma wirklich ein sehr gesundes Gewürz. Empfehlen, schmeckt gut und hat wirklich gesundheitliche positive Auswirkungen. Dann kommen wir jetzt zum Nudelsalat Speziale von Bernie. Yay, lecker. Etwas zusammenmischen, sondern einen Nudelwurstsalat. Dafür brauchen wir Bottenknacker, Paprika, TV21 Eier, die sind bei Ostern im Osterkorb übrig geblieben, Mayonnaise, Curry und Kurkuma. Dann brauchen wir noch Sauerrahm, hier noch die Nudeln. Und ja. Diesmal haben wir sogar Vollkornspiel reingenommen. Und Vollkorn ist halt gesünder. Jetzt tue ich einfach mal unsere TV21 Eier ausziehen. Also, wir fangen damit an. Das Eidotter von innen rausgeben. Ich habe jetzt da eine Gabel und werde das Ganze da zerstampfen. Ich fange jetzt an, die Mayonnaise da rein zu drücken. Die halbe Tube ungefähr. Jetzt gebe ich ungefähr die Hälfte von Sauerrahm rein. Drinnen. Jetzt nehme ich Pfeffer. Jetzt Salz. Jetzt gebe ich Curry rein. Die Hälfte ist was daneben gefallen. Jetzt Kurkuma. Jetzt rühre ich ganz kräftig um. Jetzt geht's wieder ans Schneiden. Eier, Paprika, Wurst schneide ich jetzt da. Jetzt die Hälfte von den Nudeln, weil ich bin mir noch nicht sicher, ob das wirklich genug ist. Und das war nicht die Hälfte. Nicht alles vom Gemüse bitte reingeben. Ich gebe immer Löffel was rein, weil... Ja. Ihr wisst ja, ich bin ein bisschen schlampig. Ein bisschen unrüstig. Weil ich putz selbst herum, wenn ich nichts reingebe. Jetzt schneide ich einmal den Paprika durch. Fertig die Mischerei. Also wenn ihr das nachkocht, bitte nicht zu viel aufspritzen, wie ich.
Und meine Mutter wollte wieder mal Petersilie reingeben, aber ich habe nein gesagt. Dieses Mal nicht, weil sie gibt überall Petersilie rein. Sie liebt Petersilie. Eine kleine Kostprobe für meinen Papa, für meinen Gehen. Papa. Papa, Kostprobe! Ich weiß, das wollte ich gerade nicht vergessen. Aber Kostprobe. Lecker? Na was. Na was. Fehlt noch Salz? Pfeffer oder Curry oder irgendetwas? Pausenlos, es hat einen Fehler. Null Fehler? Oh ja, es hat einen Fehler. Ist zu wenig. Also, es ist nicht nur perfekt, wunderschön und lecker, sondern es sieht auch wunderschön aus. Meine Mutter hat noch einen Jungzwiebel rausgeschnitten. Perfekt, ja. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Vielleicht Curry, ganz gut. Lecker. Ja, aber perfekt. Und Appetit bekommen, dann einfach nachkochen. Sie müssen aber jetzt nicht schauen, ob Sie noch Ostereier von erfinden. Sie können natürlich auch Eier selbst kochen. Am besten aber auf gar keinen Fall die vom vorigen Jahr verwenden. Gut, Studio 21 ist ein Magazin, ist das Magazin von TV21, ein regionales Magazin. Wir wollen hier Beiträge bringen, eine breite Palette von Information, News, Kultur, Kunst, aber auch so aus dem Freizeitbereich, Lifestyle-Bereich. Viele Interviews, viele Promis und gleich einen kurzen Vorgeschmack, morgen schon, bereits morgen Donnerstag, sehen Sie Philipp Grisler bei uns. Philipp Grisler, Singer, Songwriter und meiner Meinung nach ein der gefühlvollsten außer Pop Interpreten. Das heißt, wobei Interpret stimmt nicht, denn er spielt seine eigenen Lieder. Er komponiert, textet diese Lieder und das ist wirklich ganz toll. Lieder, die aus dem Leben gegriffen sind. Mehr will ich Ihnen nicht sagen. Morgen einfach reinschauen bei uns und Philipp Grisler ansehen. Demnächst ein Trolley der besonderen Art. Warum? Trolley ist nichts Besonderes, aber man kann einiges daraus machen, dass er zu einem Hingucker wird. Wir haben dann demnächst Dorothea Stangelmeier, Intendantin vom Oper in der Krypta im 1. Bezirk, mit einem Überraschungsgast, ich verrate es noch nicht, sie weiß es nicht, wir wissen schon, aber wir verraten es noch nicht, die ein bisschen über die Probleme der Künstler und was jetzt auf die Künstler alles zukommt, erzählen wird. Dann wird es bei uns kriminell und schaurig, wenn Zäuners Crime Time zu uns im Studio kommt. Und wenn wir schon bei Crime und so weiter sind, Ninja, eine Kampfsportart. Wir haben einen Ninja-Meister zu uns gebeten, der uns zwar nicht verprügeln wird, aber ein bisschen was erzählen wird. Ein weiterer Gast, den wir demnächst bei uns haben werden, ist Harry Kutscherer. Harry Kutscherer aus der Austropop-Szene, aber ein Multitalent und jetzt auch bei den Sirdakischrammeln. Der, und wie gesagt, ich habe schon einmal gesagt, er ist eine absolute Rampensau, man sieht ihn überall und er kämpft klar. Es gibt fast nichts, was er nicht spielen kann. Ja, und nicht nur dies, sondern noch viel mehr werden Sie bei uns sehen und einfach regelmäßig TV 21 bzw. Studio 21 anschauen. Gut, dann will ich Sie aber jetzt nicht mehr länger auf die Folter spannen. Wir kommen jetzt zu den Tagesenergien, bevor wir dann zu einer Meldungsübersicht kommen. Donnerstag, 23.04. Heute ist Neumond. Der Körper hat enorme Entgiftungsbereitschaft und Sie können schlechte Gewohnheiten viel leichter als sonst loslassen. Achten Sie auf Ihre Schilddrüse, den Nacken, die Ohren, die Mandeln. Sollten Sie immer wieder Probleme mit diesen Organen haben, könnten Sie sich auf Lebensmittelunverträglichkeiten testen lassen. Häufig ist es eine Weizen- bzw. Glutenunverträglichkeit. Ihr inneres Gespür ist groß, die körperliche Kraft ebenfalls. Sie sind vital und ausdauernd. Ihr heutiges Motto ist ganz oder gar nicht. Vertragsabschlüsse und Verhandlungen wären daher heute besonders gut anzusetzen. An sich sollten Sie Ihre Lebenslust zulassen und auch genießen. So, die Tagesenergien. Ich hoffe, es ist etwas für Sie dabei.
Bevor ich jetzt zur Meldungsübersicht komme, noch ein Angebot an Unternehmen, Kleinunternehmen. Hier, Sie können sich bei uns präsentieren, natürlich kostenfrei. Wir haben bis jetzt schon Kleinunternehmen und Startups kostenfrei in Szene gesetzt. Auch in Zeiten von Corona ändert sich nichts daran, es bleibt aufrecht. Einfach zu sagen, ich möchte mein Unternehmen ein bisschen präsentieren, können Sie mir helfen, machen wir natürlich jederzeit gerne. Was ich am Anfang noch vergessen habe beim Studio 21, wir sind wollen ein Mitmach-Magazin sein. Das heißt, wir wollen, dass alle mitmachen. Stimmt's? Ja. Genau. Das heißt, ganz einfach, ihr habt eine Idee, einen Tipp, was wir machen könnten, oder ihr meint, ihr seid so gut, oder ihr wollt plaudern, oder habt etwas mitzuteilen und wollt von uns interviewt werden, uns anschreiben auf studio21@tv21.at. Ja. Genau. Gut, dann freuen wir uns schon auf eure Zuschriften. Eine kurze Meldungsübersicht, Donauzentrum. Am Montag, den 20.04. gab es im Donauzentrum einen Dachbrand, wieder mal. Voriges Jahr war das schon einmal der Fall. 160 Einsatzkräfte der Wiener Berufsfeuerwehr mit 40 Einsatzfahrzeugen waren bei Alarmstufe 4 im Einsatz und konnten den Brand dann auch löschen. Die Geschäfte, die jetzt schon geöffnet haben aufgrund der Grundversorgung, sind auch wieder geöffnet. Und laut Betreiber des Donauzentrums ist der Schaden gering ausgefallen. Eine weitere Meldung ist von den Bundesbahnen, das heißt genauer genommen die S-Bahn. Die wichtigste Stammstrecke der Wiener S-Bahnen, und zwar die zwischen Landstraße und Praterstern, wird vom 22. bis 24. April in der Zeit von jeweils 3 Uhr früh bis 4.30 Uhr saniert. Es gibt da kurze Gleissperren, die Züge fahren aber trotzdem weiter. Hier muss man sagen, gerade in diesem Stück gibt es ein Viadukt, das über 140 Jahre alt ist. Die Züge fahren über dieses Viadukt im 3 bis 5 Minuten Takt und transportieren jährlich Millionen Fahrgäste. Dass dieses System einmal gewartet werden muss, ist ganz klar. Das heißt, es werden hydraulische Arbeiten vorgenommen, es werden Entwässerungsanlagen gemacht und die Fassade renoviert. Wie gesagt, es wird nur ganz kleine Einschränkungen geben. Ja, und damit kommen wir jetzt zum letzten Programmpunkt. Er ist wie immer ein Kulturprogrammpunkt, und zwar, man weiß ja, es gibt keine Lesungen zurzeit. Die Wiener Buchhändler, der Verband der Wiener Buchhändler, hat sich etwas einfallen lassen und die Ausnahmegespräche kreiert. Heute in den Ausnahmegesprächen haben wir die Lydia Heider, und sie sagt, und wie wir hassen. Und bevor wir jetzt Ihnen den literarischen Genuss überlassen, verabschieden wir uns. Ja, auf Wiedersehen. Ja, und wir wünschen einen schönen Tag noch. Ich freue mich über die Schriftstellerin Lydia Heider in der Reihe Ausnahmegespräche. Lydia Heider ist Schriftstellerin, hat sich aber jetzt jüngst hervorgetan als Herausgeberin eines Buches, das im Krämer und Tscherioff Verlag erschienen ist, mit dem Titel Und wie wir hassen. Untertitel 15 Hetzreden, versammelt Texte von so unterschiedlichen Autoren wie Katrin Rögler, Gomringer, Sargnagel und vielen anderen mehr, Sibylle Berg und so weiter. Lydia Heider, ist es klug in Zeiten wie den unseren, in denen das Hassnetz übergeht, diesem Hass mit Hass zu begegnen? Ja. Also nicht nur dem mit Hass zu begegnen, weil man missversteht den Titel vielleicht auch, obwohl er halt bewusst so provokant formuliert ist, weil es in diesem Text ja nicht um diese affirmative Position geht. Es geht nicht um ein Reproduzieren von Hass, sondern um ein
widerspiegeln, was an Hass in der Gesellschaft rumschwirrt, das aufzugreifen und auf unterschiedlichste Arten dann wie einen Spielball zurückzuwerfen, würde ich sagen. Und das ist nicht Hass mit Hass begegnen, sondern Hass aufzeigen, Hass wie ein Medium zu funktionieren, da was zu transportieren und ja, nicht wie in den 70ern da jetzt irgendwie mit Frieden daherzukommen, weil das hatten wir schon und das hat nicht funktioniert, sondern es einfach mal so zu probieren. Genau. Ist Ihnen so etwas wie Anstand in Ihrem künstlerischen Verständnis auch wichtig? Naja, Anstand, vielleicht Respekt oder ja, das ist mir schon sehr wichtig, Respekt. Und Anstand ja vielleicht in einer anderen Form, als man den Begriff vielleicht kennt von so typisch katholischen oder wie auch immer konservativen Kreisen. Ja, Respekt ist sehr wichtig und ich finde auch, dass man dann vielleicht am härtesten ist, wenn man oder am radikalsten in seiner Kunst oder in dem, was man tut, wenn man doch großen Respekt hat vor der Gesellschaft, weil man was verändern will in dieser. Wovor haben Sie Respekt oder wovor gilt es, Respekt zu haben? Respekt zu haben unbedingt vor der Menschlichkeit und davor vielleicht auch vor der Geschichte. Respekt in diesen zwei Bereichen, ich glaube, dann hat man es eh schon sehr heraus, weil das umfasst eigentlich eh alles. Ja. Jetzt ist der Titel Ihres Buches, das Sie herausgeben, ein Eye-Catcher, wie überhaupt Sie auch dafür bekannt sind, dass Sie Titel haben, die aufhorchen lassen. In Zusammenhang mit Hass ist ja jetzt sehr oberflächlich medial geschaut, im Moment im Wesentlichen in Zusammenhang mit dem Netz die Rede, Hass im Netz gilt es zu bekämpfen, das ist sozusagen die Devise. Jetzt kommen Sie mit einem Buch, das voller Ausschüttungen von diesem Hass ist. Wie geht das zusammen? Einerseits diese nötige Bekämpfung, wie auch ich finde, zum Beispiel des Hassausflusses im Netz und eben dieses Buch. Ja, also so wie es in den 70ern war, dem Hass mit Frieden zu begegnen, das hat ja nicht funktioniert und es hat ja zig andere Herangehensweisen in der Kunstgeschichte oder in der Literatur gegeben. Und dieses Überidentifikationsding mit dem Feind, wenn man so will, oder mit dem, das man bekämpfen will, funktioniert ja schon manchmal. Also ich höre es also auch oft diese Frage, das Umgekehrte, warum dem Hass jetzt mit Hass begegnen. Ich finde, das ist überhaupt nicht so. Das ist ja, wenn man das Buch gelesen hat, überhaupt nichts Affirmatives, sondern was das vielleicht den Hass, der gerade so umgeht und der sich so zuspitzt, widerspiegelt, aufgreift, übertreibt oder vielleicht manchmal damit auch sympathisiert, aber eigentlich auf ganz unterschiedlichste Arten, ja, sowas wie ein Medium vielleicht, oder wie nennt man das, im Voodoo, so in der Zauberei, wo man einfach nur das Medium für irgendeinen Geist oder so ist, wenn man sich das so vorstellen kann. Genau, und einfach nur das, was da gerade Negatives passiert, auf ganz andere Art und Weise zurückwirft, wie ein Ball vielleicht. Und ich denke, das ist schon wichtig, dass man das macht, dass man Dinge, die so überpräsent sind, dass man die aufgreift. Und so wie das im Buch gemacht wird, also es sind ja sehr viele sehr lustige Texte da drin. Extrem. Ja. Extrem übersteigertes. Sicher auch total Ernstes und Tragisches, aber in der Hauptsache eher so überspitzt Radikales, Hartes und oder sehr Lustiges, was manchmal ja beides ist, dass das vielleicht dann ein Umdenken in Gang setzen könnte, wenn man das liest und dann lacht und sie denkt, okay, eigentlich, ja, vielleicht mache ich das auch manchmal, so überreagieren irgendwo in sozialen Netzwerken oder was auch immer, oder wo auch immer.
Sind Sie insofern vielleicht Romantikerin, als Sie an so etwas wie die Veränderbarkeit der Welt zum Besseren hin durch Kunst glauben? Ja, vielleicht. Oder auch nicht. Das wechselt manchmal. Also manchmal habe ich dieses sehr Welt- und Menschheitsverneinende, dieses ganz massiv Misanthropische. Und dann aber doch wieder dieses, okay, es hat einen Sinn. Aber da wird es zu viel um meine eigene Einstellung zur Schreiberei gehen. Und die hat manchmal ja gar nichts verloren in den Texten. Die Texte sind eh, was sie sind dann. Die Autorin ist gestorben, genau. Und weil die Texte sind, was sie sind, ist eine schöne Überleitung. Ich wollte Sie nicht unterbrechen, aber es ist eine schöne Überleitung zu Ihrem kleinen Vorwort, das ein unübliches Vorwort ist. Wir hören uns jetzt einmal dieses kleine, unübliche Vorwort an und dann reden wir von dem aus weiter. Ja, okay, sehr gut. Also zu erwarten hier ein klassisches Vorwort. Nun mach dies Buch zu, du Koffer, und leg es weg. Hast etwas ganz und gar nicht begriffen in deinem Schädel drin, meine Güte, armselig, wie vieles muss gesagt werden, was die Sager nicht und nie sagen, noch viel deutlicher und eindringlicher, weil es nicht anders geht, noch kann, muss es sein, in ihr in dein Sehen zu ziehen, mit Untrost direkt und wahr an dieser Stelle ist Sprache, die dich reinfickt ins Knie zum Ausschalten eines Musters, das du Literatur nennst, lieb Freund. So ist das und nur so wird's gemacht, ohne Rücksicht auf Verluste, damit du siehst Wahres, was ist und noch kommt. Also reiß dich zusammen jetzt oder du bleibst zurück, ganz hinten, ganz unten und unter dem untersten Bankerl da hinten im Dreck drin in deiner Zickfachbehinderung, die dir hier nicht genommen werden kann. Aber lies mal das Buch zuerst. Aber lies mal das Buch zuerst. Es ist in diesem unklassischen Vorwort davon die Rede, und zwar vom Ausschalten eines Musters. Um welches Ausschalten eines Musters war Ihnen denn zu tun bei der Zusammenstellung, bei der Auswahl der Autorinnen, bei dieser Wahl des Themas? Also erstens einmal ein Muster, das mir hier in diesen, also ich habe ja sehr viele Interviews auch vorab gegeben zum Buch, dass man immer sowas Dualistisches noch immer sieht, entweder man ist die hassende Person oder man macht sich über den Hass lustig oder wie auch immer, also immer dieses Zweigeteilte, es gibt nur eins. Immer diese Frage, ja, warum denn jetzt mit dem Hass, mit Hass begegnen? Das ist ja so zickfach, also so ein weder noch, das ist ein Muster, dieses das auszuschalten. Es kann auch viele verschiedene Denkungsarten und Herangehensweisen haben in einem Text, in einem Buch oder auch in einer Person, so wie die Frage vorher, ob ich sowas Romantisches, Weltverbesserungsartiges hätte. So, ich lasse mich da auch immer nicht so gern festnageln auf eine Art des Empfindens oder der Herangehensweise oder des Charakters oder wie auch immer, weil das so situationsadäquat vielleicht bestimmt werden muss oder in jeder Minute wieder neu. Und in der Literatur ist mir das nicht nur im Studium, sondern auch jetzt noch immer so oft begegnet, dass man dann zum Beispiel die Autorin gleichsetzt mit dem sprechenden Ich im Text oder mit er oder sie oder wie auch immer, mit der realen Person. Und dann, das finde ich einfach, ja, warum man da nicht nachkommt. In einem Film wird man auch nicht dran denken, dass Tarantino ein Mörder ist. Aber umgekehrt, wenn man einen Hasstext schreibt oder eine Schimpftirade, geht man davon aus, dass man vielleicht auch wahnsinnig brutale Person ist oder einen großen unverdauten Hass in sich hat, was ja eigentlich nicht stimmt. Also ich schreibe beispielsweise auch sehr viel über, oder nicht schreibe über, sondern habe mir diese biblische Sprache so angeeignet und
In Interviews oder so gehen die dann eigentlich immer davon aus, dass sie vielleicht irgendwie christlich schräg erzogen worden wäre oder so, oder irgendwie einen christlichen Pascha oder sowas hätte, den ich mitnehme in meine Literatur, was gar nicht so ist, sondern ich finde einfach die Sprache interessant und sehr mächtig und es gibt nichts mit der Person, also Lydia Haider hat das nicht unbedingt was zu tun. Und solche Muster meine, die es auszuschalten gibt. Und auch eher Muster von, dass Männer die sind, die hassen und diese heftige Sprache vielleicht, weil sie sie in der Realität auch so für sich gepachtet haben, dass das dann in der Literatur auch so wäre. Und dass die Frauen ja eigentlich die mit den lieblichen, romantischen Emotionstexten und sowas sind. Genau. Lange Rede, kurzer Sinn zu dem Muster. es gibt sehr viel, das überdacht werden sollte. Ich habe mir nur, während Sie jetzt geredet haben, ist mir eingefallen, Hannah Arendts Ansatz zu sagen, weil Sie gesagt haben, eben dieses Entweder-Oder zu durchbrechen, dass man nie nur eines ist, sondern immer auch oder vielfach auch Vielfaches. Dieser Gedanke Hannah Arendts, dass in der Vorstellung, wer A sagt, muss auch B sagen, der Faschismus sozusagen keimt. Und ich finde das ein sehr, sehr intensives und ein sehr wichtiges Bild, gesellschaftspolitisch aufgeladen, nicht zuletzt für heutige Corona-Tage. Können Sie da irgendwie einhaken? Eben diese Idee, dass darin eine unglaubliche Gewalt steckt, also in dieser Position, wer A sagt, muss auch B sagen, darin steckt ja auch dieses Entweder-Oder nur in einer anderen Spielart. Mhm. Also ich stimme dem zu, total. Habe zwar jetzt keine Idee, was ich da einhaken könnte, eben weil ich einfach zustimme und weil ich diesen Gedanken richtig finde und weil ich das generell auch so als meine persönliche Lebensart finde. Dieses Freie und von diesen Vorstellungen wegzukommen, was, da wären wir vielleicht wieder beim Anstand, was sich gehört und was nicht und wie die Regeln so laufen. Ja. Weil wir so ernst eingestiegen sind, Sie haben ja schon gesagt, dieses Buch oder diese Texte in diesem Buch zeugen ja von ungehörigem Witz, also unerhörtem Witz zum Teil. Dieses Schimpfen, dieses laut Abneigung äußern, ist ja auch etwas sehr Lustvolles, was wahrscheinlich jeder auf seine Art auch aus einem sehr intimen Bereich kennt. Also ich kenne das, ich schimpfe manchmal lustvoll. Ist dieser Lustcharakter in diesem Zusammenhang für Sie interessant? Für mich und meine Texte ja, also wie es bei diesen 15 Hetzreden dann im Buch war, das kann ich nicht beurteilen. Aber ja, aber vielleicht auch dieses Übersteigern dieses Lustcharakters und dieses Überspitzen und damit auch vielleicht ad absurdum führen. Also es ist schon, eben weil man sie manchmal in dem so gefällt und glaubt, es genügt jetzt schon, weil man vielleicht auf hohem Niveau schimpft, ist es aber auch nicht deswegen richtig. Das ist schön. Und eben in so übersteigerten, überzogenen Formen, so wie es Thomas Bernhard macht, mit diesen, sodass man es ihm eigentlich gar nicht mehr glaubt, in dieser, wie er diese Schimpftiraden schreibt, sodass dass es, das eigentlich zuwiderläuft. Das finde ich interessant. Dass man dann eigentlich so ein bisschen die Lesenden fängt und dann, ja, man denkt so, okay, wow, eigentlich ist das ein lustvolles Schimpfen, aber eigentlich sinkt man dann mit diesem Schiff irgendwie mit, also mit diesem Textschiff, das dann was macht. Also, ja, jeder was anderes dann. Bei diesen 15 Hetzreden jeder was anderes und Thomas Bernhard was anderes und ich mag es eben am liebsten, wenn man dann mit untergeht als Lesende. Weil Sie Thomas Bernhard ansprechen, diese Tradition der Schimpfreden, die gibt es ja in der Literaturgeschichte, die ist hauptsächlich männlich kodiert, auch in der Literatur. Sie haben das selbst gesagt.
dass es ja mit diesem Buch auch gilt, sozusagen das Recht des weiblichen Schimpfens auch, ich sage es jetzt sehr simpel, in die Welt zu setzen. Jetzt könnte man sich auf den einfachen Standpunkt stellen und sagen, es ist ja ohnehin auf männlicher Seite, ich übertreibe es jetzt naiv, so viel Hass und so viel Schimpf, die Raderei in der Welt, muss man jetzt Frauen, die offenbar dazu nicht so ausgestattet sind, auch noch dazu animieren? Ja, sicher. Also die sollen unbedingt mal zurückschlagen und zeigen, wer die eigentlichen, also wer die Chefität ist, wenn man das so sagen will. Und wer das vor allem besser kann, das Schimpfen. Ich finde dieses Buch, das es zeigt einfach so, auf welch hohem Niveau man schimpfen kann. Und ja, wie schön das dann wieder ist, auch also dieses lustvolle Ding, wenn man dann ja, das auf ein, mit einem anderen Zugang ja, vielleicht genießen kann. Sogar. Dieses Hassding. Und ja, also unbedingt. Also nirgendwas dazulegen, würde ich sagen, sondern eher von denen was wegnehmen. Oder man kann es sehen, wie man will eigentlich. So. Es ist ja, es werden ganz unterschiedliche, durchaus nach wie vor als Tabus zu bezeichnende Themen in diesen Texten angegriffen, aufgegriffen, umgedeutet, wie auch immer. In dem Text zum Beispiel von Sibylle Berg wird ein Thema angesprochen, das heute gesamtgesellschaftlich im Mainstream noch immer sehr schwer kommunikabel ist, nämlich die totale Entfremdung zwischen Mutter und Kind. Warum glauben Sie denn, dass dieses Thema, dass eine Mutter einfach sich so sehr von ihrem Kind entfremden kann, dass wirklich von so etwas wie Liebe nicht mehr zu reden ist? Warum ist es denn so schwer, im sogenannten Mainstream dieses Thema auch anzubringen? Also ich bin ja keine Psychologin, also die Frage an mich zu stellen ist schwierig, weil ich könnte nur laienhafte Antworten geben darauf, aber ich finde, dass es unbedingt in der Literatur und in der Kunst allgemein was verloren hat und hat es ja. Aber ja, vielleicht verändert sich das eh noch. So wie es in der bildenden Kunst, kann man das ja auch schön beobachten, was früher vielleicht, obwohl, nein, das ist auch das ist ein falsches, ein schlechtes Beispiel jetzt, wie auch immer das in den Mainstream dann reinkommt, früher oder später brauchen das die, das Unterbewusste, das kollektive Unterbewusstsein vielleicht braucht es irgendwann das und dann kommt sie in den Mainstream auch. Weil Sie sagen eben, warum sollten Sie auf diese Frage Antwort wissen, Sie sind ja keine Psychologin, schließen Psychologie und Literatur, also künstlerisches Tun, einander bis zu einem gewissen Maß sogar aus? Schwierige Frage. Naja, im Schreiben, also die Frage war ja jetzt an mich gestellt als allgemein und als Bewertung von Text von Sibylle Berg und halt von Einschätzung von Mainstream- und Literaturwelt. Wenn ich das aber auf mich als Autorin beziehe, dann schließt sie natürlich nicht aus. Aber das wäre eine Frage für mich in meinem Kopf und in meinem stillen Kämmerlein, dass ich nicht in der Öffentlichkeit sagen würde, was da abgeht. Aber allgemein sollten sie sie vielleicht ausschließen, weil so rationale Zugänge manchmal für die Kunst, vielleicht weil das da nichts verloren hat drinnen. Obwohl ja das dann eigentlich mit der Psychologie, ja. Nein, ich lege mir selber Fallen, ich beantworte nichts mehr weiter zu dem Thema. Ich finde das nur eben, Leute zum Beispiel wie Norbert Gstrein fügen das immer wieder in Varianten in ihre Texte, dass dieser Weil-Gedanke ein sehr gefährlicher ist. Nicht? Und Psychologie hat ja immer auch mit diesem Weil zu tun, etwas ist, weil das kommt ja auch in Spielarten in diesen Texten vor, die jetzt in Ihrem Buch vorliegen, das Sie herausgegeben haben. Ich bin so geworden, weil meine Mutter so war und weil die Mutter der Mutter so war. Also da landen wir in gewisser Weise wieder bei Hannah Arendt und diesem wer A sagt, muss B sagen. Also das ist auch was Totalitäres. Egal. Ja, das ist sehr gefährlich. Also
Das war so die ganz erste Frage im Philosophiestudium. Wo gehörst du dazu, zu den Deterministen oder zu den Idealisten? Und also ich glaube, ich weiß es nach wie vor nicht, aber eher zu den Idealisten. Also ich würde eher sagen... Sind Sie eine waschechte Optimistin auch? Doch, ich würde schon sagen. Obwohl das für meine Texte wieder also gar keine Aussage ist. Also da passiert ganz was anderes. Aber vielleicht kann ich mir das auch nur so trauen, so radikale Texte zu schreiben, die das alles so negieren, weil ich im persönlichen Leben einfach so wirklich oft zu verfluchende Optimistin bin. Also ich habe Freundinnen, die sagen, das ist ja nicht mehr normal, dass man aus jedem immer nur das Positive für sich und ja. Das ist eine schöne Überleitung, finde ich, Lydia Haider, zu einer Schimpftirade, die aus ihrem Text wahrlich Fuck you, du Sau stammt. Der Titel ist eigentlich länger, ich habe den jetzt mit Ihrem Einverständnis gekürzt, damit wir auch hören, wie Sie literarisch schimpfen, obwohl es nicht Teil eben des Buches ist, das Sie herausgegeben haben, das im Krämer und Scherio Verlag erschienen ist. Bitte, Lydia Haider. Ja, es ist wirklich nur ein kurzer Auszug, aber ich habe mir gedacht, das passt irgendwie. Da jetzt. Da werden noch einmal andere Zeiten kommen, ganz andere, furchtbare, die uns alle zurückreißen auf den Boden der Realität und hinunter in den heiligen Pfuhl. Also hör dir an, was eine Erleuchtete zu sagen hat und schweige. Ich weiß wohl, dass du diese Scharlatane auserkoren hast, dich zu leiten, dir und deinesgleichen und deiner ganzen verbrunsten Familie, die dich erziehen hätte sollen, zur Schande und zum Verruf. Doch solches gehört sowieso verrufen, so eine Schaßtrommel wie du gehört fest angeklagt, mit hoch erhobenem Finger, geschimpft und gescholten, damit dir das vergeht. Ich bin das Brot des Lebens, du lächerlicher Einfallspinsel. Wenn du das nicht siehst, kannst du gleich aufstehen und umdrehen und mit dem Kopf ein paar Mal gegen die Wand laufen, hinrennen auf das Betonwerk ganz fest, damit es dir dieses Dämliche heraushaut dabei. Ja, sei doch fest froh, du Wappler, dass ich dir sage, was hier passiert. Ja, Halleluja, der Odem des Allmächtigen fehlt dir anscheinend in seiner absoluten Form und total. So soll es wohl sein. Und ich werde dich ebenso aufzurichten vermögen und dir ein Beispiel geben, damit du erkennest. Das ist wie mit diesen Flipflops, die die Leute anziehen, als wäre es normal, so etwas anzuziehen. Doch in Wirklichkeit ist es ein Skandalon, solch Schuhe nur anzuschauen, geschweige denn anzuziehen. Die machen ein Geräusch beim Gehen, das dem guten, dem rechtensdenkenden und hörenden Menschen das Inwendige auswendig werden lässt, als schlage ein unfester Schwanz gegen eine Mauer in ständiger Manier und entgrenze sich in seiner Art unbeholfenstem Pusch. Ja, jemand, der so etwas anzieht, dem kann ich nur sagen, dass da etwas ganz und gar im Kopf nicht stimmt. Bei solchen rennen unweigerlich ein paar Räder in Dreck und sie versauen mit ihren Geräuschen das gesamte Hörfeld unverschämt, ausgeschämt. Eine bodenlose Frechheit, diese Flipflops. Und alle ziehen sie an, als wäre es seit jeher so gewesen, alte wie junge, und vermischen dabei das unschuldigste Hören mit einem zu ihren Gehgeräuschen nötigenden Lautfusel, ihrem missbildeten und unfähigen Schuhwerk geschuldet, was sodann alle Wehrlosen und diese Schuhwerk verachtenden Menschen mit anhören müssen, ständig und immer wieder, weil ja alle nur mehr mit solchen Plastikmorast an den Füßen herumlaufen. Missbraucht werden wir alle mit ihrem Gehen, dass wir ihnen nicht verbieten, dass da gebeut und zwingt, wie es will. So, und da ende ich jetzt. Das wird noch urlang so weitergehen. Ja, ein kurzer Auszug. Schreiben Sie aus der Position der Göttin oder der Priesterin oder der Gläubigen? Weder noch. Also das war so von Anfang an von meinem allerersten Text weg, dass man diese Wer spricht Frage nicht mehr beantworten kann. Deswegen auch so in den ersten beiden Romanen immer die Wir-Perspektive. Und auch dieses Vermischen von Sprachebenen, so dass man überhaupt auch eine Schicht oder einen Hintergrund oder so nicht mehr rausziehen kann. Und
ich finde, das ist auch eine schöne Position. So, es macht das ganze Ding auch ein bisschen auslegungsunmöglich vielleicht. Spricht aus einem immer auch das Kollektiv, in dem man zeitbedingt, historisch bedingt spricht? Unbedingt, ja. Es spricht immer die Zeit, würde ich sagen. Ja. Ob Zeit und Kollektiv dann das Gleiche ist, aber wahrscheinlich, weil wir die in der Zeit sind, also die kann man nicht umgehen. Wird das Individuum überschätzt? Unbedingt, ja. Also das weiß ich wieder aus meinem persönlichen Leben. Also ich habe eigentlich nur in Kollektiven zu tun. Und dort funktioniert das Arbeiten einfach besser, würde ich sagen. Viele Gehirne können anders denken als ein einziges. Ein schönes Schlusswort, Lydia Haider. Vielen herzlichen Dank. Und wie wir hassen, 15 Hetzreden, Krämer und Cherio Verlag. Danke fürs Buch, bleiben Sie gesund und ich hoffe, wir sehen uns einmal dann wirklich. Ja, danke für die Einladung, danke fürs Gespräch. Alles Gute Ihnen.